Goldbeeren finden. Und die kenne ich halt gar nicht. Von daher lasse ich auch die Finger davon. Und dafür sind die aber gut. Das geht voll steil hier runter. Jetzt kommen wir bei dem Rehfelsen in Vorbach vorbei. Von daher grüße ich euch mal einfach von hier. Und der Rest bleibt wahrscheinlich weiterhin ohne Worte. Wir haben jetzt wohl unseren höchsten Punkt für die heutige Tour erreicht. Gucken wir noch mal kurz hier durchs Tal hindurch. Ja, ich habe mich gerade an der Brennnessel gepiekt. Laut Karte müsste hier irgendwo die Quelle sein. Und man sieht dann hier, läuft es auch so heraus auf den Weg. Gibt sogar wilde Bartnelken hier. Если две машины будут ехать навстречу друг другу, как это будет? О, endlich Wasser! Wir sind wieder von unserer fast 6 Kilometer Rundtour angekommen am Parkplatz. Hier oben beim Sportplatz kann ich echt empfehlen, hier beim Turnverein Gausbach. Großer Parkplatz,
kann man hier wunderbar sein. Ich packe die Komoot-Tour mitsamt den GPS-kodierten Fotos dann hier in die Videobeschreibung. Und ciao, Leute. Ach, eigentlich. Und jetzt sind wir noch mal kurz hier auf der historischen alten Brücke. Die, was steht da oben, 1776 bis 78 erbaut worden ist und so weiter. Und wieder der Blick. Die Moorkuh. Gehen wir da hinten noch reinkehren.